mein Leben und Scheiße wieder eingeschaltet habt zum Disney Februar Haul. Ja, ihr seht, ich sitze in meinem Wohnzimmer. Ich habe mich jetzt entschieden, dass wahrscheinlich in 90% der Fälle der Haul immer hier gedreht wird oder generell die Videos, weil ihr seht, es ist super schön hell, die Sonne scheint gerade hier rein und dann macht das Licht schöner, ich kann gemütlich sitzen. Der Hintergrund ist auch, finde ich, sehr schön, natürlich jetzt nicht Disney-mäßig, hier noch ein bisschen Kisten und so. Aber mein Wohnzimmer ist ja eher so im Urban Jungle-Stil, deswegen seht ihr im Hintergrund sehr viel Grün. Aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem eine schöne Location und es ist bequem. Und ich sozusagen, ich nehme euch mit in mein Wohnzimmer. So, das ist das Feeling von meinen Videos zukünftig. Genau, die Try-Ons, die ich ja in den Halls immer mache, werde ich immer im Ankleidezimmer machen, aber das werdet ihr später noch sehen. Und ich würde sagen, wir starten dann mit dem Februar-Haul. Ja, wo soll ich anfangen? Also ich habe mich wirklich sehr zurückgehalten im Februar. Es sind natürlich trotzdem einige schöne Sachen dabei, auch etwas teurere Sachen. Aber man kann ja nicht zu allem Nein sagen, ne? Und sonst könnte ich ja auch keine Holz mehr drehen, ne? Das wollt ihr ja auch nicht. Deswegen muss ich weiter kaufen. Es ist nur eine Ausrede. Die Sachen habe ich natürlich sehr gern gekauft, die ich euch jetzt zeige. Und wir fangen an mit einem der Lieblingsstücke, was gefühlt nach 30 Sekunden ausverkauft war. Und ich hatte wirklich sehr viel Glück. Das ist der Schrank von der Schöne und das Biest. Ja, die Schöne und das Biest Kollektion kam zu Shop Disney. Erst zu Shop Disney UK. Es war Montag oder an einem Montag. Und noch nicht nach Deutschland. Und ich hatte so ein Gefühl, okay, in den nächsten Tagen wird es auch nach Deutschland kommen. Ja, dann war es am Freitag so. Und ich hatte wirklich auch auf meinem Handy auf Shop Disney auf einmal sehe ich Schön und das Biest. Ich so schnell zum Computer gerannt und so, ne? Und dann habe ich den wunderschönen Schrank bekommen. Der ist sehr schwer, auch sehr teuer gewesen. Der hat nämlich 70 Euro gekostet. Es ist eigentlich ein Schmuckkästchen. Hier kann man die Schublade öffnen. Oder auch nicht. Hier. Also man kann die Schublade öffnen, Schmuck drin verwahren. Man kann hier den Schrank öffnen und dann theoretisch Ketten oder so reinhängen und hier kann man auch nochmal was reintun, aber ich werde ihn nicht für Schmuck nutzen, ich werde ihn wirklich allein zu Deko-Zwecken nutzen, da ich auch schon Madame Potts, Lenier, Tassilo und Herr von Unruh habe, kommt dieser schöne Schrank zu der anderen Gang. Ja, apropos Herr von Unruh, der zweite in meiner Kollektion, den gab es auch jetzt zu der Schöne und das Biest Kollektion, der ist etwas kleiner, hat hier so einen Stifthalter, also er kommt, ja, das ist das Problem. Der Stift fällt raus, wenn er nicht stabil steht. Deswegen, der ist jetzt so weit nach hinten geflogen, ich schulde ihn jetzt nicht mehr, aber es ist ein Stift dabei mit einer Feder, den man hier reintun kann. Es ist auch eine Uhr, also sie funktioniert als Uhr. Man kann hier unten noch was ablegen. Der wird auch auf meinen Schminktisch kommen. Weil ich habe ja schon in meiner Vitrine ein Herr von Unruh. Und ja, der hat, Moment, ich habe eben noch geguckt, jetzt habe ich schon vergessen, 38 Euro gekostet bei Shop Disney. Ja, ich habe eigentlich bis auf zwei Sachen nur bei Shop Disney bestellt. Ja, ich habe mich schon ordentlich zurückgehalten. Dann gab es zwei Schlüssel im Februar, die ich mir selbst nicht besorgt habe, weil ich nichts gefunden habe, was ich mitbestellen möchte. Man muss ja immer ungefähr, also mindestens 20 Euro ausgeben, damit man die Schlüssel gratis bekommt. Weder beim Winnie-Pooh-Schlüssel noch bei oben habe ich was bestellt, da habe ich mich zurückgehalten. Oben war schon was dabei, aber ich will mich ja wirklich zurückhalten, was Kaufen angeht. Und da habe ich gesagt, nee. Und da habe ich halt bei Instagram eine Umfrage gemacht und gefragt, hat jemand den Schlüssel abzugeben, hat da jemand zweimal bestellt oder so. Und ich hatte tatsächlich Glück, bei beiden Schlüsseln hat sich jemand geopfert, mir die Schlüssel zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank nochmal an die beiden. Und zwar einmal hier. Hier der Winnie-Pooh-Schlüssel. So sieht er aus. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit meinen Schlüsseln jetzt mache in der neuen Wohnung. Vorher hatte ich sie ja in Rahmen drin. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich sie drapiere, ob ich sie drapiere oder einfach nur sammle. Und der Obenschlüssel ist wirklich sehr hübsch. Also mit der Pixar-Lampe vorne, mit den Ballons hinten beim D. Also der Schlüssel ist wirklich schön und ich freue mich sehr, dass ja, ich beide dann doch bekommen habe.
obwohl ich nichts bestellt habe. Vielen Dank nochmal. Shop Disney muss auch immer alles auf einmal rausbringen. Das werdet ihr im März auch noch sehen. Aber ja, da habe ich das auch ein bisschen eskaliert im März. Egal, kommt nächsten Monat. Es gab zwei Spirit Jerseys. Zwei neue Spirit Jerseys. Und ihr wisst, also bei Spirit Jerseys kann ich leider nicht Nein sagen. Außer ich finde sie wirklich hässlich. So wie die Woody und Buzz Spirit Jerseys, da habe ich nicht zugeschlagen. Oder die Star Wars Spirit Jerseys, da habe ich auch nicht zugeschlagen. Aber jetzt gab es zwei Spirit Jerseys im Februar. Und dann konnte ich nicht Nein sagen. Einmal der Hundespirit Jersey. Ich liebe diesen Farbton. Ich habe ja auch selbst einen Hund, wie ihr wisst, und deswegen musste der sein. Der hat alle bekannten Disney-Hunde draufgemalt. Hinten steht auch nochmal Disney drauf mit der Pfote. Und ja, wen haben wir denn da? Wir haben 101 Dalmatiner, wir haben Susi und Strolch, wir haben den von Pocahontas, ich glaube den von Peter Pan, Pluto, den, ich glaube, der heißt nicht Russell, der Hund bei von oben, egal. Auf jeden Fall alle Disney-Hunde vertreten. Preis natürlich, wie immer, 60 Euro für den Spirit Jersey. Und dann gab es noch ein Spirit Jersey. Und bei meiner Baby-Yoda-Liebe, ne, konnte ich auch nicht Nein sagen. Und zwar gab es einen schwarzen Baby-Yoda-Spirit Jersey. Schwarz, ich liebe sowieso schwarze Jerseys, weil die so schlank machen. Und dann gab es ihn dann natürlich mit Baby-Yoda. Ich bin nicht der größte Fan von dem Comic-Yoda, aber der war wirklich süß. Das ist die Vorderseite. Übrigens seht ihr auch alle Try-Ons dann, ne? Immer im Anteilezimmer. Und da hinten steht dann Protect Snack Attack mit verschiedenen Baby-Yoda-Symbolen. Ja, also auch ein ganz, ganz toller Jersey. Ist mein zweiter Baby-Yoda-Spirit-Jersey. Hat auch 60 Euro gekostet, ne? Wie alle Spirit-Jerseys bei shopdisney.de. In Amerika sind die ja mittlerweile ein bisschen teurer geworden. Bleiben wir bei Baby-Yoda. Ich habe mir für 14 Euro dieses Sketchbook gekauft. Das ist ein Notizbuch. Finde ich erstmal auch allein äußerlich wirklich sehr schön, diese Szene. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber das ist die Szene aus der letzten Folge von Staffel 1. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei dieser Szene. Also mir liefen die Tränen und ich, oh Gott, wenn, darf ich gar nicht dran denken. Also die, allein für diese Szene, ne, Hammer. So, das ist die Rückseite. Und dann kann man das hier so aufmachen, wie so ein Mäppchen früher in der Schule. Und dann haben wir da noch ein paar Sachen drin. So sieht das von innen aus. Und dann haben wir hier links ein paar Fächer, wo man was reintun kann. Da sind auch schon Post-its und so Sticker drin. Und dann ist hier ein Notizheft drin mit Baby Yoda und ein Stift. Und ja, den kann man dann, ist halt, ne, für so Ideen oder so, den werde ich dann auch für YouTube-Videos nutzen, ins Disneyland mitnehmen, wenn ich Videos drehe und mir Notizen machen muss vorher, was ich machen möchte. Ja, also auch sehr happy, allein für diese Szene. Könnte wieder Rotz und Wasser heulen. Nee, so schlimm ist es nicht, aber in dem Moment habe ich wirklich... Ja, dann gab es die Castle Collection mal wieder. Und zwar dieses, ich packe ihn mal aus parallel, den Pin. Ihr wisst ja, ich sammle ja die Pins, weil ich ja diesen Pin-Rahmen gekauft habe. Und ja, dieses Mal war es das Dornröschen-Schloss. Nummer 6 von 10. Und ja, das ist der Pin. Ich klappe ihn nochmal auf. 25 Euro kosten ja die Pins von der Castle Collection. So sieht er von innen aus. Ich muss sagen, im Nachhinein finde ich es schöner als auf Bildern. Vor allem das große Schloss. Also jetzt haben einige das große Schloss gekauft. Und da muss ich sagen, jetzt auf Instagram, auf Bildern sieht das schon schön aus. Aber ich hätte es mir jetzt nicht gekauft. Wo ich überlege, es mir zu kaufen, das große Schloss, ist bei dem Schön und das Biest Schloss. Das wird es ja auch geben. Da muss ich mir das aber erstmal angucken und dann bestellen und es mir angucken. Aber bei Schön und das Biest, ne, ihr wisst, mein Lieblingsfilm, meine Lieblingsprinzessin, muss ich gucken, ob ich da wieder stehen kann, bei dem großen Schloss. Ja, auf jeden Fall der Pin, 25 Euro. Und dann kommen wir schon zu meinen letzten zwei Teilen. Ja, das ist ja ein Mini-Haul, ne, würde ich sagen. Es ist wirklich verhältnismäßig wenig für mich, also finde ich schon. Ihr seht auch an den Minutenzahlen,
Also ich sehe es an den Minutenzahlen. Ich habe zwischendrin noch Pause gemacht. Also kurz, ne, wo ich nichts gesagt habe, die Sachen geholt habe. Es ist schon sehr kurz. Also ja, aber ist ja mein Vorsatz für 2021. Weniger kaufen. Und ich muss sagen, ich habe mich schon gut zurückgehalten im Februar. Im März ist am Anfang ein bisschen eskaliert, aber das seht ihr dann noch. Aber ich zeige euch jetzt die letzten zwei Sachen noch, die ich mir gekauft habe. Haben beides mit Phantasia zu tun. Ihr seht über meinen Kissen. Es gab auch jetzt neue Phantasia-Ohren bei EMP. Die seht ihr auch im März. Aber die passenden Teile zu den Ohren. Und zwar habe ich mir einmal ein T-Shirt von Pull & Bear gekauft. Da hatte ich die Umfrage gemacht bei Instagram, ob ich es behalten soll. Ich war mir auch unsicher, weil der Schnitt so ein bisschen. Es hat aber nur 16 Euro gekostet und ich muss sagen, zu einem Rock sah das T-Shirt schon gut aus. Also das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite. Ich habe ja auch eine Phantasia-Tasche und Ohren und in so einem Kombi sah das, ich hatte das mal angezogen, sah das echt gut aus. Ich denke, im Try-On ziehe ich das auch einmal alles komplett an, damit ihr den kompletten Look seht, ausnahmsweise mal. Ich mache ja sonst immer nur Hose und dann halt das Oberteil, ne? Da mache ich jetzt nicht ein komplettes super Outfit, aber für das T-Shirt nehme ich das mal in Kauf. Ich drehe die Try-Ons immer danach, deswegen rede ich so in der Zukunft, obwohl ihr es schon gesehen habt. Und da sah das wirklich oder sieht es hoffentlich ganz gut aus. Also ich stelle mir das richtig schön vor als Phantasia-Outfit. Ja, bleiben wir bei Phantasia, aber das würde ich nicht zusammen kombinieren, weil das wäre ein bisschen too much. Ich habe bei Unique Vintage bestellt. Und ihr wisst, also meine fleißigen Haul-Gucker wissen, dass ich das schon mal öfter bestellt habe bei Unique Vintage. Das ist ja aus Amerika. Und da habe ich zum Beispiel diesen weißen Punkterock her, diesen gelben Punkterock, das Schloss, den Schloss, das Schlossrock, den Schlossrock, der leuchtet. Und da gab es jetzt natürlich auch eine Phantasia-Kollektion. Habe ich bestellt für Brina und mich. Ich wollte eigentlich auch das Kleid haben, aus der Phantasia-Kollektion, Brina auch. Als ich bestellt habe, gab es Brinas Größe noch online und meine Größe nicht mehr vom Kleid. Deswegen habe ich Brina das Kleid eigentlich bestellt und mir dann den Rock. Den gab es in meiner Größe. Leider kam dann nur der Rock an und das Kleid für Brina wurde leider storniert, weil es nicht mehr verfügbar war. In ihrer Größe. An meiner Größe, ja, jetzt ist es das Problem bei Unique Vintage. Man kann diese Phantasia-Kollektion nicht mehr nach Deutschland schicken lassen. Also man kann andere Sachen nach Deutschland schicken lassen von Unique Vintage, aber nicht diese Kollektion von Lounge. Ist es Lounge? Nee, es ist doch bei Lounge. Also es ist Stitch und Shop bei Loungefly. Und die haben ja auch schon letztes Jahr diese Kollektion mit den Röcken, die ich schon anhatte im Park und ich liebe diese Outfits. Ja, ich hätte mir gerne noch das passende Oberteil zu dem Rock jetzt gekauft. Ich zeige euch den Rock gleich. Ich hätte mir noch gerne das passende Oberteil zu dem Rock gekauft, aber die schicken diese Kollektion nicht mehr nach Deutschland. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Müsste ich mal nachfragen, was der Grund ist, warum sie nicht mehr. Also, ne, das, irgendwie hatte ich jetzt Glück mit dem Rock, dass er noch verschickt wurde. Und jetzt, wenn man auf die Klamotten geht, steht da, nee, wir schicken das nicht mehr nach Deutschland. Finde ich sehr schade, weil das Kleid hätte ich auch sehr, sehr gern gehabt. Naja, jetzt zeige ich euch den Phantasia-Rock. Das ist hier der. Der hat, ich glaube, 70 Euro, um die 70, 75 Euro gekostet. Der Versand war dann trotzdem kostenlos, obwohl man erst über 100 Dollar kostenlosen Versand hat. Aber ich hatte ja erst auch das Kleid mitbestellt, weil er dann retourniert, also storniert wurde. Aber der Versand war dann trotzdem für mich kostenlos. Ja, also den Rock gab es. Ich liebe ihn. Ich finde ihn total schön. Und ja, also ich kann es kaum erwarten, ihn im Park zu tragen. Das ist wirklich ein wunder, wunder, wunderschöner Rock. Und ich liebe die Röcke von ablesen, Stitch and Shop bei Loungefly. Wie gesagt, ich habe schon den weißen mit den Punkten und den gelben von letztem Jahr auch schon im Park getragen. Also ich sehe darin einfach geil aus. Ich bin jetzt noch ein bisschen egoistisch und sage, ne, ich sehe darin einfach geil aus. Ja, und das war's auch schon. Das war mein kleiner, schnuckliger Ruhrhaul. Mehr gab es nicht. Den Rock hatte ich auch schon, glaube ich, Ende Dezember bestellt. Aber es dauert ja immer, bis es aus Amerika kommt.
Ich musste auch kein Zoll diesmal nachbezahlen oder so. Das war auch ganz gut. Ja. Ansonsten war es das von mir in diesem Haul. Natürlich gibt es auch mal so einen Sneak Peek in meinen Vlogs, in meinen Monis Magical Vlogs. Da zeige ich auch mal so ein bisschen, auch was ich von nicht von Disney gekauft habe. Hier so Purelei Schmuck oder so. Könnt ihr alles in meinen Vlogs immer nachschauen. Also schaut da gerne mal vorbei in die Playlist. Da nehme ich euch so ein bisschen in meinem Leben mit, ich färbe mir die Augenbrauen, koche, ne, zeige euch andere Sachen, die ich mir noch so bestellt habe. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann!